Grabwächter, Grabwächterinnen, hier, spricht Ustra Ahasu. Ich habe keinen Sicherheitsblock für meinen Joy-Con, weil ich bin ein verrückter Junge. Und wir spielen Pokémon, let's go. Evoli, warum dieses Vieh? Weil meine Frau das haben wollte. Ich habe damit nichts zu tun. Guck, sieht zu realistisch aus. Ey, runter vom Tisch! Boah, krieg ich so einen Hals, ey. Welche Sprache nehmen wir denn? Ja, es ist Pokémon Let's Go Evoli, weil ich muss. Ich hätte ja lieber Pikachu genommen, weil dieses Woi 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 ist sehr befremdlich. Hallo! Oh boy, fängt schon wieder an. Moment, ich muss eben einen Schluck trinken. Das so geht es nicht. Professor Eichel. Warte. Ich habe das Perfekte. Ich habe den perfekten Soundbit für alles, was jetzt passiert. Wir werden uns immer daran erinnern. Also. Go get him, Ash. Go. Hallo. Schön, dich kennenzulernen. Herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich, aber die meisten Leute nennen mich den Pokémon-Professor. Vergesst die anderen Pokémon-Professoren aus 8 anderen Generationen. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Du hast doch... Menschen und Pokémon können auf... Wow! Für manche ist es nur niedliche Begleitung des Alters. Andere, was mich betrifft. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon. Aber jetzt erzählst du erstmal was über dich. Okay, cool. Wie siehst du eigentlich aus? Naja. Nun. Also. Vielleicht so. Verrätst du mir auch deinen Namen? Wie heiße ich denn? E. Boy. Hey, Voistra. Jawohl! Ich kann es nicht entwickeln! Oh nein, das ist ein harter Spoiler gewesen! Und eben, Pikachu wird niemals out sein. Oh Gott. Diesen jungen Mann hier kennst du, oder? Haha, klar kennst du ihn. Oh, I am klar. Wer ist das? Schließlich seid ihr schon von Kindesbeinen an die besten Freunde und die größten Rivalen. Was denn jetzt? Wie heißt der noch gleich? Oh mein Gott. Spoiler im Remake von Pokémon Gelb, man. Also ich heiße Evoistra und dann ist natürlich mein Widersacher. Arceove! Ganz klar! Verdammter Jürgen! Natürlich, das ist Arceovoi! Wie konnte ich das vergessen? Ja, ist einfach so. Hey! Mein Staubsauger heißt Bernd. Nun.
Was ist das denn für ein Name? Das ist Evoistra rückwärts. Oh Gott, ich hab voll den Trip. Ich hab viel zu viel Pokémon auf meiner Switch gespielt. Zeit für echte Pokémon-Abenteuer. Oh mein Gott, ich hab Hände. Krass. Okay, cool. Hände habe ich schon mal. Das ist eine Nintendo Switch-Konsole. Sie ist mit dem Fernseher verbunden. Bei mir auch. Und mit der Elgato Switch. Ha! Das ist keiner. Wer echt kriegt dafür kein Geld? Das ist keine Werbung. Wie viele Pokémon es wohl auf der Welt gibt? Höchstwahrscheinlich mehr als 5. Aber wir gehen davon aus, dass es im Moment ungefähr 150 sind. Aus Höflichkeit. Und aus Finger. Und aus fehlenden Fingern. Da ist eine E-Mail von Arziove in deinem Posteingang. Hey, Evoistra. Hier schnell noch das Wichtigste, was du als Trainer wissen musst. Um mit den verschiedenen Leuten zu sprechen, drücke A. Oh, danke schön. Dein, hat er gesagt. Eine super plüschige Evoli-Puppe. Ja, die ist super plüschig. Außerdem hat dieses Evoli Thick Evoli Edition. Ja, Big Chungas Evoli Edition. Wenn ihr wisst, wovon ich rede, wisst ihr, was das ist. Hey, ich bin's. Ich komme einfach ungefragt in dein Zimmer. Bist du schon auf den Beinen? Ich komme. Hoch. Geil. Morgen. Du schaust aber versutzt aus der Wäsche. Bist nicht ganz wach, was? Ich bin überrascht, dass du überhaupt schlafen konntest. Heute ist doch unser großer Tag. Der Tag, an dem wir endlich ein eigenes Pokémon kriegen. Unser erster Tag als Pokémon-Trainer. Los, komm, wir dürfen keine Sekunde verlieren. Sekunde? Die Sekunde ist verloren. 9 out of 10. Schlechtes Pokémon-Game. Ernsthaft. Guckt dir das an! Big Chungas Evoli, jetzt mal in der Nahaufnahme. Rechts an der Seite. Mega geil. Ich warte einfach bei Professor Eichs Labor. Tja, warten wird dich im Leben nicht weiterbringen, mein Freund. Warten wird dich nicht weiterbringen. Mutti, ich gehe auf ein Abenteuer. Mutti? Tut mir leid, aber... Mutti? Bin ich adoptiert? Hast du nicht einen Termin bei Professor Eich? Ja, bin schon weg. Oh wow, ich habe sogar einen Nachbarn. Heiß. Grafikmäßig ist das Ding echt ein Brett. Mutti hat mich im hohen Gras gefangen. Sieht schwer danach aus, ja. Ich bin dann die Alola-Form ihres Kindes. Ich trainiere meine Pokémon so lange, bis sie mega stark sind. Nicht einfach nur regulär stark, mega stark. Dann können sie mich nämlich beschützen, weißt du? Sie können sich auch beschützen, wenn die moderat stark sind, glaub mir. Das ist Pokémon. Weißt du, dass man heutzutage seine Konsole mit seinem Smartphone verbinden kann und dann Daten zwischen den beiden austauschen kann? Wow! Danke. Die Wissenschaft kennt keine Grenzen. Das Spiel sieht nicht gut aus. What? What? Also wenn das Spiel eins tut, dann ist es ultra aussehen. Also für den Pokémon-Game? Come on, wenn das die neue Generation Pokémon-Games ist auf der Switch, alleine vom Aussehen, 10 oder 10, ich würde mir jeden Teil kaufen, einfach nur, weil es mega geil aussieht. Wegen Nostalgiegründen und super geilem Aussehen. Professor Eichel, was machen Sie da? Vielen Dank, Freunde. Er kann mit Pokémon reden? Er ist der fucking... Ihr habt mir dabei geholfen, euch Taubsi etwas besser zu verstehen. Macht's gut. Was genau? Oh, sieh einer an, wenn das nicht Evolistra ist. Ich weiß.
Ich weiß, dass meine Mom Single ist, keine Sorge. Ach ja, ich hatte versprochen, dir und Arziove eure ersten Pokémon zu geben. Dann lass uns doch gleich zum Labor gehen. Na sowas. Will das Evoli! Erschieß es! Das Remake von Legend of Zelda Link's Awakening habe ich gesehen, ja, jetzt hier in der Nintendo Direct. Ja, ich musste ja gucken, wegen Rune Factory 4 und 5 musste ich es ja sehen. Die Grafik ist wirklich interessant. Es erinnert mich an... Eigentlich auch an die etwas neueren Handheld-Titel. Richte deine Joy-Con horizontal in Richtung des Bildschirms. Blablabla, A zum Zielen. Schwinge nun die Joy-Con, vorsicht, dass du das Ding selbst sich an den Kopf wirfst. Die Mitte vom Ring, du Jab. Okay, wir versuchen das nochmal. Mitte vom Ring. Okay, großartig. Ne, ich habe leider keine Giftmunition dabei. Klasse, Evoli wurde gefangen. Easy. Also, brettmäßig sieht das schon aus. Grafisch toll. Gute Nacht, Easy. Wir machen auch nicht mehr so lange. Nur bis 23 Uhr heute. Ein hervorragender Wurf. Kaum zu glauben, dass du dein allererster Fang war. Mhm. Okay. Jetzt musst du den Pokéball nur noch aufheben und schon gehört das Pokémon dir. Warum hast du so krasse Augenringe, während du auf meinen Pokéball starrst? Bitte hören Sie auf, so auf meine Bälle zu starren. Alte Männer, die auf Bälle starren, bitte machen Sie das nicht. Hör auf damit. Blinzel wenigstens ab und zu mal. Alter! Wenn du möchtest, kannst du deinem Evoli einen Spitznamen geben. Ne? Aber ein lebendiges Kerlchen. Das erwarte ich auch von meinen Bällen, dass die lebendig sind. Ah, sie kommen zurück. Professor, können Sie mir erklären, warum da auf einmal 3 Pokébälle liegen? Ich könnte schwören, eben waren es noch 2. Da steckt der kleine Ausreißer also. Ich schätze, im dritten Pokéball befindet sich das Evoli, das Evolistra eben gefangen hat. Was? Echt? Du hast ganz allein ein Pokémon gefangen? Easy. Ich glaube, das ist nicht das. Gute Nacht, Miro. Wenn du das Spiel doch gar nicht sehen wolltest und jetzt gehst, warum gibst du das dann in Folgenreich rein? Ich bin so überfragt, was dieses Feature angeht, dass ich es abschalten werde. Ja, nur so lebendig, weil es keine Giftmunition abgekriegt hat. So sieht das nämlich aus. Es ist quicklebendig, noch. Noch ist es quicklebendig, ist korrekt. Los, Evolistra, heb den Pokéball auf und halte ihn diesmal ganz fest in der Hand. Nicht so wie sonst. Nicht so wie deine anderen Bälle, wollte er sagen. So wie ich deine Mama halte, wollte er sagen. Halt deinen Pokéball so fest, wie ich deine Mama sonst halte, wenn du nicht zu Hause bist. Okay, sage ich. Nimm besser beide Hände, das ist sehr lebendig. Oh. Oh, es ist aber trotzdem süß. Oh mein Gott, ich habe tote Augen. Ich sehe aus wie ein Haifisch. Oh mein Gott, ich sehe übertrieben aus wie ein Haifisch. Mit meinen toten, großen, riesigen Augen, in denen man die Seele sehen kann. Jawohl, das mag ich bei Pokémon-Spielen. Höchst ungewöhnlich, dass ein Pokémon einfach nach Lust und Laune aus seinem Pokéball hüpft. Ja, super unerzogen. Das wird sich ändern, Professor Eichel. Keine Sorge. Es hat mich ins Herz geschlossen. Wie wär's mit einem Spitznamen? Na, lass mal. Möchten Sie dem Pokémon einen Spitznamen geben? Nein. Batterieleistung lässt nach. Das macht doch nichts. Ich nehme das Pokémon hier, Professor Eich. Pikachu. Ich kann gehen. Ciao, bye.
Ein Trainer-Neuling, der stets sein erstes Pokémon eigenhändig fängt. Das habe ich selbst noch nie erlebt. Ja, weil du deinen anderen Kindern nie vertraut hast. Aber mir kannst du vertrauen. Oh, einen Moment, eine Sache wäre da noch. Wo ihr richtige Trainer seid, habe ich eine Aufgabe für euch. Ihr könnt das auf eure Reise mitnehmen. Eine Lunchbox? Ein Schlafsack? Ist ein Pokédex. Habe ich selbst gemacht. I made this. Automatisch starten der Pokémon. Abenteuer. Hightech-Lexikon. Evolistra und Arziove. Die beiden Exemplare schenke ich euch. Ja, ich habe den. Ja, die andere Joy-Con ist in der Switch, damit ich schön laden kann. Ja, natürlich. Du hältst einen Pokédex. Die gesamten Daten. Pokédex. Gefangen. Es reicht also. Gesehen. Wisst ihr, ich träume. Von vollständigen Pokédex in den Händen. Informationen. Griffbereit. Inzwischen bin ich zu alt. Das ist korrekt. Dankeschön. Solche Abenteuer sind nichts mehr für meine müden Knochen. Deshalb möchte ich, dass ihr zwei meinen Traum verwirklicht und den Pokédex vervollständigt. Außerdem habt ihr Single-Mütter. Und ich habe noch weitere Träume, die ich gerne verwirklichen möchte. Meine eigene Großfamilie. Oh Gott. Alles klar. Wir sind ja, boah, unser eigener Pokédex. Wir sollten unsere Reise beginnen und nie wieder nach Hause kommen. Gute Idee. Alles klar. Da kann ich nochmal meine Lieblingsgeschichte erzählen. Wisst ihr, was meine Lieblingsgeschichte ist, liebe Grabwächter und Grabwächterinnen? Ich habe tatsächlich die Staffel gesehen. Oh, Mutti! Ich meine, Adoptivmutti. Moment, was sagst du da? Ganz alleine gefangen? Ich bin sprachlos. Wie heißt das Kleine? Evoli, wie niedlich. Voi. Ganz schön lebhaft. Ihr beide werdet jetzt in eure Abenteuer stürzen, habe ich recht? Eines Tages wird es soweit kommen. Das habe ich für dich aufbewahrt. Karte deiner Mutter. Ich meine, du hältst eine Karte von deiner Mutter. Und du hast einen Beutel. Ich wünsche euch weiter eine schöne Reise. Passt auf euch auf. Alles klar, tschüss. Ich kann euch meine Lieblings-Pokémon-Geschichte erzählen. Ich habe XYZ, also XY gesehen, die Pokémon-Serie. Die war nicht sehr gut. Es war eine sehr gute Pokémon, sehr erwachsene Pokémon-Serie mit sehr erwachsenen Entscheidungen und coolem Inhalt. Und dann kam das Ende. Als Ash nach seinen bestandenen Abenteuern und als er die Welt rettete und unendliche Qualen mit Quajutsu durchlebt hat, hat er zu Hause angerufen. Und zu Hause, als er zu Hause bei seiner Mutter anruft, wer geht ans Telefon? Natürlich Professor Eich. Was sagt er? Hallo, mein Junge. Und ich dachte so, fuck no. Tu ihm das nicht an. Nach den Strapazen, fuck no, tu ihm das nicht an. Der arme Junge. Tu ihm das nicht an. Und das hat die ganze Serie, das hat... Auch dieser Moment hat die ganze Serie noch wertvoller gemacht. Und er hat einen Kuss gekriegt. Auch schön. Du und Arziove habt also beide ein Pokémon erhalten. Das freut mich für euch. Wow, warum bist du größer als ich? Wow! Wie jung bin ich, als ich ins Abenteuer gehe? Ich bin schulterhoch wie diese Frau. Die hat größere Füße als ich. Die Frau ist ein Riese. Wow. Was ist das? Kann ich das gucken? Das ist ein Foto von... Er hat einen Ratzfatz im Arm. Aber er ist noch kleiner. Guck mal, der ist noch kleiner, der Kleine. Jawohl. Ach ja, ich muss ja nicht durchs hohe Gras laufen. Die Pokémon rennen ja so hier rum. Ich wollte gerade Pokémon im hohen Gras suchen, weil... Siehst du die Stufen hier? Bla bla bla. Schön für dich. Guck, die rennen hier einfach rum. Als ob die hier leben würden. Zurück ins hohe Gras. Da, wo ich euch Bällen bewerfen kann. Ah Gott! Das war ein Ambush.
Gut. Die Schatten hätten sie besser machen können. Das ist ein Taubsi. Guck mal, es ist 43 cm groß und wiegt 2,15. Der ist ein bisschen größer, der ist fast zu groß, also der ist 40 cm knapp groß, also so. Oh, das ist aber schon ein großer Vogel. Ich dachte, Taubsis wären kleiner. Average sind die 30 cm groß. Knufenser! Ja, das war. Willst du aufgeben, das Pokémon zu fangen? Nein. Warum hilft der manchmal krumm? Ich verstehe das nicht. Okay. Das Feature ist merkwürdig. Es hat nicht so wirklich Response. Zumindest merke ich davon gerade nichts. Man lernt das wahrscheinlich mit der Zeit, ne? Mehr Zielwasser trinken. Ey, ich werfe nur gerade aus. Bei den ersten drei Mal hat er gedacht, dann werfe ich halt nach links. Mir doch egal. Müssen wir mal gucken. Das wird mit der Zeit kommen. Wie groß ist ein Knufenser so? Er ist kleiner als normal. 60 cm und wiegt mehr als... Die dünne Pflanze wiegt mehr als ein Taubsi. Glaube ich nicht. Es hat Response. Es ist Übung. Okay, cool. Wenn ich beide Coins in der Halterung habe, will das... Also, ich kann jetzt gerne mal beide Coins in die Halterung packen und dann die Coin rausheben, aber dann werdet ihr vom Spiel nichts mehr sehen. Ich hoffe, das ist euch klar. Mit dem Ball ich 2 Tage Schmerzen im Oberarm. Ach, scheiße. Gut, wir werden es nicht exzessiv spielen. Danke für diesen wichtigen Tipp. Die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Glaubt es oder nicht? Du. Wow, Evoli, was ist das? Überglücklich. Hey Sandra Jake, Dankeschön für den Follow. Willkommen in der Reihe der Grabfechter. Oh. Du hast noch nie Blumen gesehen, Evoli? Glaube ich nicht. Hey, soll ich dir was über Raupi und Hornio erzählen? Klar. Raupis ist nicht besonders gefährlich. Hornio hat aber einen giftigen Stachel am Kopf. Vorsicht, dass er dich nicht piekst. Ich finde die Joy-Con auch relativ klein für die Hand. Aber so, ich meine, so einhändig spielen mit dem Ding ist das überhaupt nicht so problematisch. Also ich finde das eher angenehm sogar. Hätte ich auch nicht gedacht. Im Liegen in irgendeine Richtung getroffen und immer getroffen. In irgendeine Richtung geworfen und immer getroffen. Nice. Willst du zu Professor Eis Labor zurücksehen? Fuck, ich kann selber laufen. Dankeschön, Game. Habt ihr schon mal das Zwei-Spieler-Feature gehabt? Ich habe das mit Zayo ausprobiert. Das ist total geil, wie du einfach in die Welt spawnst und auch wieder wegfliegst. Super gutes Superhelden-Feature. John Batman könnte sich besser machen. So, dann lass uns mal wieder nach Alabaster gehen. Komm, wie ich mich mit meinen kleinen, witteligen Händen durch das Gras paddel. Guck mal, als ob ich schwimmen würde. Hier macht er das nicht. Hier mache ich so normale Jogging-Bewegungen. Ne? Seht ihr? So, ja, Arme hoch, zack, ja, schön Cardio-Training, ja, perfekt. Und hier, sobald ich hier ins fiddelige Gras komme, fange ich an zu rudern mit den Armen, als ob das Gras eine Plage wäre. So, hinfort mit dir, böses Gras, hinweg, hinfort, bitte nicht an meinen Knien reiben, Gras, sollen das?
Guten Tag. Guten Tag, Professor Eich. Hallo, Ebolistra. Na, wie verstehst du dich mit Eboli? Nanu? Nani? What? Nani? Ja, genau. Das geht bestimmt nicht auf den Nacken. Du bist auf Diät. Instant. Na, da staune ich aber. Ihr beide seid ja schon geradezu unzertrennlich. Ha, 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 ha. Du scheinst als Pokémon-Trainer großes Talent zu besitzen. Ja, und dieses Evoli hat großes Talent, sich so zu halten. Oh, du hast etwas für mich. Ja. Ah, meine Lieferung ist also eingetroffen. Was ist da drin? Hat das was mit meiner Mom zu tun? Professor Ai! Mein Pikachu hat eine neue Attacke gelernt. Wow, wie cool ist das denn, Ebolistra? Ist Eboli etwa so an dir hochgeklettert? Ja, du kommst gerade richtig. Ich habe eine tolle Lieferung erhalten. Hier für euch. Chimibären. Ha. Oh ja, ich muss im Pokédex gucken, wie schwer das Eboli ist. Gute Idee. Nicht so schnell, du Schleckermaul. Die Beeren sind für Pokémon. Du kriegst nichts zu essen. Bla bla. Das Wichtigste ist, dass ihr Spaß habt. Alles klar. Wie gehe ich ins Menü? Ah, hier. Pokédex. Ah, hat er mal im Pokédex einen Evoli-Schwanz? Daten. 6,5 Kilo! Mein Evoli wiegt 6... Es wiegt genauso viel wie im Dex-Eintrag und ist 2 cm größer. Ich bin stolz auf ihn. 6,5 Kilo! Oh boy. Das wird ein langer Tag. Augenblick. Das Trainer-Dasein besteht nicht nur aus dem Fang von Pokémon. Trainer tragen untereinander nämlich auch Kämpfe mit ihnen aus. Ich zeige dir mal, wie das geht. Los, kämpfen wir. Warum sind deine Augenbrauen so nach unten gezogen? Warum kriegst du so einen spitzen Mundwinkel und siehst jetzt aus wie ein Bösewicht bei fucking Dragon Ball? Bitte lassen Sie das. Oh mein Gott, er freut sich wirklich auf den Kampf. Oder er freut sich, mich zu sehen. Irgendwas freut ihn gerade. Nicht im... Oh. Ja genau, wirf es auf den Gegner drauf. So will ich das sehen. Kampf. Ja, Heuler, Tackle, Rotenschlag. Alles klar. Tackle. Jawohl. Wow. Mache ich Bonusschaden? Was war das denn? Hat er mich angeheult? Flehen bringt nichts. Dein Leben endet hier, Pikachu. Wow. Bonus Verteidigung. Mhm. Das, was ich am liebsten habe. Hätte ich den Mund nur nicht so voll genommen, wie peinlich. Oh ja. Erster Kampf. Bald wiederholen. Na, wie war dein erster Kampf? Na, geht so. Dein Partner Evoli hat sich ganz ausgezeichnet gemacht, muss ich sagen. Okay, dann sag das doch. Aber was ist mit meinem geilen Partner Crufenza? Oder mit meinem geilen Pokémon-Assistentin Nummer 1? Aber Professor Eich genießt höchstes Ansehen als Pokémon-Forscher. Man sieht ihm das nicht an. Batterie lässt nach. Geht doch noch. Ich mal gleich einpissen. Was ist los, süßes Mädchen? Oh, Evolistra! Wenn Evoli so aufgeditzt,
Wirkt ihr zwei schon wie richtige Partner. Ich habe das richtige Geschenk für euch. Das sportliche Set. Du verstaust das sportliche Set in deinen Klamottenkoffer. Evoli Partnerlook. What the fuck? Oh. Evoli sieht überglücklich aus. Spielen. Spiele mit Evoli. Okay, wo ist mein, Joy-Con? Ja, woi, Entschuldigung. Ja, freu dich, solange du noch kannst. Du wirst mein Kampfsklave werden. Brrr, sagt er. Okay. Evoli will Aufmerksamkeit. Junge, du bist kleiner als ich. Wir können die Quotenliste mal neu auf Discord machen, das gab's auf der alten Website mal. Aber wir wollten eh eine ganze Menge Quotes rausschmeißen, die einfach gar keine Bewandtnis mehr haben. Ja, super Evoli, gib Gas! Er hat ein Level 3, Ratzfratz, Vorsicht! Er hat wahrscheinlich die Pest. Was man halt so hat als Ratte. Schwerstes Pikachu war 9 Kilo. Boah. Ist ein schweres Pikachu. Hui, du bist aber stark. Nein, du bist klein und unbedeutend. Gib mir dein Geld, gib mir deine Pokebälle, gib mir deine Schuhe. Ich hab gesagt, die Schuhe. Ratzfatz jetzt nicht. Man kann wirklich in jede Richtung schmeißen, ist kein Ding. Ich wollte es mal selber ausprobieren. Kein Ding natürlich so gut geübt, wie ich da drin im Moment bin, nach 3 Würfen. Ist kein Ding, mach ich jetzt immer so. So ist easy. Es ist kleiner und es ist leichter. Wurde mein Team aufgenommen. Das entscheidet immer noch ich, wer in meinem Team ist. Oh nein! Pilzkopf ist wieder da. Hey, du strahlst über beide Ohren. Was ist denn los? Du hast einen Kampf gegen ein Kind gewonnen? Toll! Ich wollte dir sagen, ganz schön anstrengend so ein Kampf. Geh doch mal ins Pocket Center. Aha, okay. Alles klar, danke. Sehr nett von dir. Kostenfreie Krankenhäuser, Behandlungen, wow, heiße Krankenschwestern an jedem Ort, wow, wow, I love it. Ein Magazin mit dem Titel Das Pokémon-Journal. Möchtest du es lesen? Klar. Mit Hilfe von geheimen Techniken kannst du auch Sträucher aus dem Weg räumen oder in dunklen Höhlen sehen. Praktisch in jeder Lebenslage. Jetzt bist du an der Reihe. Lerne noch heute eine geheime Technik. Vereinigung für geheime Techniken Kanto. Oh, guten Tag, Sir. Das Lesematerial im Magazinstand da hinten ist für alle da.
Darauf hat mich die Dame am Empfang freundlicherweise hingewiesen. Genau, die ist für alle da, nicht nur für die versnobten Reichen. Nehmen Sie bitte Ihre wichsigen Griffel von den Seiten und lassen Sie auch kleine Kinder diese Sachen lesen über Pokémon. Oder die kleinen Was zur Hölle? Hast du schon mal gegen einen anderen Trainer gekämpft? Hier ein kleiner Tipp. Warum sind das alles Experten? Wenn die Initiative deines Pokémons größer ist als die des Gegners, kommt es schneller zum Zug. Aha, alles klar. Also du meinst so, wie wenn Professor Eich mich irgendwo in die Welt rumschickt, damit meine Single-Mom zu Hause sitzt und ganz alleine ist, dann kommt der schneller zum Zug. Okay, verstehe ich. Alles klar, habe ich verstanden. Das kleine Mädchen hat recht. Ein Scharnierer will auf seinem Kopf sitzen. Jawohl! Kommst du aus Alabastia? Das ist korrekt. Woran hast du das erkannt? Weil es hier nur ein Dorf gibt aus Süden und ich noch die südliche Sonne in meinem Haar glitzern habe. Was gibt's denn hier für Pox? Ich will immer noch im Gras rumlaufen und Pockes raussuchen. Was ist das, Ratzfatz? Will ich nicht. Will ich nicht. Geh weg. Geh weg! Noch ein Ratzfratz. Aber wie langweilig. Guck mal, wie er sich aufdrängt. Was ist das? Nidoran, männlich. Hör auf damit! Ja, ich meine, männlich ist Nidoran schon ganz cool. Nimm das mal mit. Ist zwar kein Käfer, aber immerhin. Ist zwar kein Sichlor? Das weißt du, Katzgast, das ist eine Diskriminierung. Ich kann im Keller wohnen. Gibt Erfahrung fürs ganze Team. Deswegen versuche ich nicht alles zu fangen, weil ich dieses Feature mistig finde. Ich bin kein Freund von XP-Teiler und ich bin definitiv kein Freund von allgemein mit allem XP-Teiler. Das ist einfach überhaupt nicht meine Welt. Und so verstehe ich auch Pokémon nicht. Ich bin ein Verfreunder und Freund der Nutzlocke-Challenges. Ich bin definitiv nicht für ewige Teiler. Und ich glaube, Kämpfen ist hier so langweilig. Und ich denke, Pokémon, die Kämpfe sind hier so langweilig und eintönig und einfach, dass wir auch nicht unbedingt viel trainieren müssen. Das Spiel ist ja überhaupt nicht darauf ausgelegt, zu kämpfen. Das ist ja, um die Schönheit der Pokémon darzustellen. Das ist ein Gedicht für Pokémon, kein Spiel für Pokémon. Das ist ein Mirapla. Unkraut. Du bist nur Unkraut. Britannia City Arena. Route 2. Knuffensa. Raupi. Das ist der schlechtere Käfer. Wo ist der gute Käfer? Gib mir den guten Käfer. Ich werde sauer, wenn es nicht tut. Das ist kein Käfer. Ich gehe direkt in den Wald. Let's go für alle. Ja, ja, leider schon. Aber so werden alle Pokémon-Teile jetzt werden, dass die für alle sind. Der Wald ist ein natürliches Labyrinth. Oh ja, genau wie der Weg zu meinem Herzen. Aha! Das will ich. Ich liebe dieses Viech. Ich liebe Bibor. Das ist eines der besten Käfer. Bären? Pff. Er wird mich lieben, von vornherein. Zack. Liebe mich! Das ist er. Wofür brauche ich Bären? Ich habe die Kraft der Freundschaft. Oh! Ah, echt? Das neue Spiel soll wieder. Oh, das ist gut. Das ist gut zu hören.
Taubsle im Windstoß. Was? Es ist ein gutes Horn, Liu. Es ist größer als normal. Und ein dicker Brocken. Gutes Zeichen. Was bedeutet dieses? Was bedeutet Kaioken? Es ist riesig. Es ist wirklich riesig. Einfach fabelhaft. Wow. Wie ich dieses kleine Pokémon mit dem Ball erschlagen habe. Fabelhaft. Erfolgreicher Fang, fabelhafter Wurf, mit einem Wurf, Wurftechnik, Fangserie, Größenbonus, Größenwahn, Größenverhältnis. Hab ich gerade ein Level 6 Horn? Groß als auch fett bedeuten. Es ist einfach nur groß. Aber nicht unbedingt viel größer als das, was ich gerade gefangen habe. Hi, hast du ein großes Pikachu dabei? Oh Baby, mein Pikachu ist nicht das einzige, das bei dir groß wird. Ach. Sie zwingen mich dazu! Sexy Lustra. Sie zwingen mich dazu! Ich kann nichts dafür! Oh Gott, das ist Level 4. Auf Pikachu hätte ich schon Bock. Pikachu ist ein gutes Pokémon. Zum Kampf. In der. Gerade für Mistvieh. Wird schon ganz gut. Die Trainer sind ja die normalen, ne? Also Brook. Mistvieh. Pikachu! Komm her. Komm her. Ein Maus-Pokémon. Vorsicht. Pikachu! Die Batterie ist leer! Nehme ich halt den blauen. Auch egal. Ach komm, du Maus-Pokémon. Meine Batterie wäre leer. Meine Konzentration ist am Ende. Jetzt muss aber mal gut sein. Neues Pokémon. So, jetzt müssen wir gleich erstmal unser Team ändern. Das ist ganz wichtig. Wir packen das lange Horn, Leo, rein. Es ist ein kleines Pikachu. Es wiegt doch nicht so viel. Tschüss, Evoli. Ja. Box. Ah, oh, okay. Dem Team hinzufügen. Ja. Evoli bleibt trotzdem auf meinem Kopf sitzen, ne? Dann lohnt sich das auch nicht, das wegzumachen. Hier, yeah, das kann sich verziehen. Es ist nur Level 3, das Hornio. What? Es hat einen robusten Körper. Ah.
Da war Raubi. Ich hab's nicht gesehen. Sah aus wie das Gras. Komm jetzt. Komm. Komm in meinen Ball. Keine Widerrede. Wisst ihr, geht doch. Es ist ein okay Pokémon. Es ist halt eine Spielerei. Aber eigentlich ist es nur eine Spielerei. Und ich bin auch nicht wirklich investiert. Das macht Spaß. Aber es ist halt... Was soll ich euch sagen? Soll ich jetzt begeistert sein? Ich hab's bei Sayo schon gesehen. Das ist das eine, klar. Das andere ist wirklich... Ich mag meine Pokémon wirklich schwer und schwierig. Schwer und schwierig sind die beiden Worte, die ich da ganz gerne nutze. Nidoranler, Giftstachel, das ist schon mal gut. Ich pack trotzdem mal. Eigentlich will ich. Oh, es wiegt. Es ist super klein. Naja, geht so. Es entspricht halt nicht dem Durchschnitt. Es ist anders als andere Horndio, okay? Das ist nichts Schlimmes. Man muss nicht immer der Norm entsprechen. Was hast du denn sonst noch so? Ich bin hierher gekommen, um ein großes Pikachu zu fangen. Warum man als Anfänger ein großes Pokémon erkennt, sieh genau hin, dann findest du es raus. Danke für den... Oh mein Gott, das ist ein Mini-Horn-Dew. Was ist das? Das ist ein weibliches Pikachu. For real? Eines der wenigen Pokémon, das ich erkenne. Sichlor wäre cool. Klar, Sichlor im Vatania Wald. Easy. Pikachu, weiblich. Fuck it. Mann. Ach komm schon. Ich hab ein wunderbares Pikachu-Männchen für dich, hm? Wär das nix? Wär das nix? Ich bin ja erstaunt. Erstaunt. Oh mein Gott! Ich wollte sowieso nur das kleine Hornio fangen. Komm her. Komm her, du bist ganz süß. Winzig, oh nein! Hat es Eyelashes? Ist es ein weibliches Hornlio? Ich will mal fragen, ist es weiblich? Weil es Wimpern hat? Es ist männliches Hornlio. War wahrscheinlich. Das wäre egal. Ich hatte das Gefühl gehabt, das hat Wimpern davon, Leo. Egal. Reden wir nicht weiter über die Wimpern von meinem Honliu. Clefensa, ein Wickel. Außerdem Honliu Level 7. Außerdem. Nu, Honliu entwickelt sich. Mit der Wunder, die wunderhafte Evolution. Es haben nur weibliche Wesen Wimpern. Ja, das stimmt nicht, aber... Woran erkennt man ein weibliches Hornio? Welche Features sind da anders? Und da gibt es ja nicht so richtig... Boah, sie ist 12,77 Kilo. Das ist ein schwerer Brocken. Kuna lernt Härtner. Ist gut. Hat keine Wimpern. Es ist super tiny. Es ist nur 20 cm groß. Und wiegt nur 2 Kilo. Nur 2 Kilo. Es ist 20 cm groß. Also so. So groß. Wie mein Kopf. Und wiegt 2 Kilo.
2 Kilo! What? Boah! Guck, wie fies die mal alle gucken mit ihren fiesen, runtergezogenen, kämpferischen Augenbrauen. Oh, die habe ich auch gekauft. Mist. Ja, Evoli, zerstöre es! Kann nix. Oh, wow. Das war nicht so gemeint, Evoli. Mann, Jesus, ich weiß, du bist lebhaft und so, aber das war nicht nötig. Wie heißt der? Lavrit? Gott, was ist das für ein Name? Der arme Junge. Ob ich mein Horn hier auch so tragen sollte? Besser nicht. Nicht, dass der Käfer dir noch einen Kopf kriegt. Das ist ein weibliches Pikachu. Guck mal, das sehe ich sogar eben hier. Das sehe ich sogar eben hier und jetzt, dass das weiblich ist. Das ist ja der Wahnsinn. Oh Gott, jetzt fängt das wieder an. Komm. Einfach fabelhaft. Ganz einfach. Pikachu lernt auch ruckzuckieben. Nice. Animation sehen. Doch nicht. Falsche Taste. Weedle. Minipilz. Etwas, was man sicherlich nicht nur im Wald findet. Was war das? Was ist Hornio? Saftkorn. Okay. Nun. Ein paar gute Penis-Lernt-Härtner-Witze kann man immer gut anbringen, oder? Was meint ihr? Das ist, kann sich sowieso nicht wehren. Das kann sowieso nicht. Jetzt kann ich weglaufen. Einfachstes Pokémon ever. Das ist ein weibliches Saftkorn. Sieht man doch. Es wiegt ein bisschen mehr. Das sind wir ja gewohnt, dass die schon ein bisschen mehr wiegen, oder? Was meint ihr? Wiegt halt ein bisschen mehr. Noch 10.000 andere Hornios. Oh mein Gott, ein Riesen-Bisasamen. Bisasamen? Komm schon, Game. Es ist riesig. Jetzt hutsch. Moment mal. Stopp. Was gebe ich dem denn? Leicht erhöht. Lässt sich ein bisschen besser fangen. Einfach fabelhaft. Und weg. Leider nicht beim ersten Wurf, weil den ersten Wurf habe ich irgendwo in den Wald geschmissen. Wie auch, ihr müsst euch mal vorstellen, wie einfach danach der Wald aussieht, wenn ihr alles voller Bälle weggeworfen habt. Oh mein Gott, wer räumt das weg? Gibt's dafür soziale Dienste? Wahrscheinlich, ja. Eieieiei. Die ganzen halbleeren Pokémon-Ballhöhlen, die da überall rumliegen, die sind ja alle nur. Die haben ja alle nur eine Aufladung, die kannst du ja nicht nochmal benutzen. Wenn du den einmal geworfen hast, ist der kaputt oder so. Weiß ich ja nicht. Es kommt tagelang ohne Nahrung aus, da es in den Samen auf seinem Rücken Nährstoffe speichert. Es ist 20 cm größer als normal und wiegt nicht unbedingt viel mehr. Wow, riesiges Bisasamen. Riesiges Knuffenser. Ich frage, ob ich Knuffenser behalte.
Oder Besosame ins Team pack. So viele wichtige. So viele gewichtige Fragen. Gewichtig sind diese Fragen. Kann ich Glumanda sein? Klar kannst du Glumanda. Was? Was bedeutet das? Glumanda? Du kannst sein, was du willst. So. Details. Ach, da. So, und ich suche. Evo. Weedle, weedle, weedle. Okay. Soweit so cool. Achso, wir müssen... Wie ordne ich denn das Team an? Ist es hier die Teamanordnung? Ja, ne? Jawohl. Pokémon, let's go, Evoli Pikachu. Starte die Sonnenstrahlen an, die auf den Boden fallen. Warum tust du das? Oh Gott, der hat Weitsicht. Hi, Pyro. Dass sich zu einem starken Pokémon entwickeln tut. Sichlor. Glumanda wird zu Sichlor? Krass. Oh mein Gott. Das ist richtig gut. Ich wusste, dass Glumanda zu Sichlor wird. Donnerschock, gib dem Zwerg. Nicht das Pokémon angreifen, den Jungen. Ich weiß nicht, was dieses Glumanda ist. Habe ich noch nie gesehen. Ist bestimmt eins von diesen neuen Pokémon. Die kenne ich nicht alle mit Namen, sorry. Man kann sich ja nicht alle merken. Was ist das? Pokémon? Oh mein Gott! Pikachu bewacht diesen Pokéball. Das ist überhaupt was für mein Pikachu. Das ist ein kleines Kokuna. Mhm. Naja. Der Pro-Controller ist so leer, dass er nicht mehr angeht. Ja, das war bei mir vorhin auch so, wo ich die Frage gestellt habe im Pausenscreen. Wie lange dauert denn das? Oh! Einfach fabelhaft. Ich will Sichlor. Oh mein Gott, Erfahrungspunkte für alle. What? Hier, du hast ein kleines Kokuna gefangen. Zeit für Level-Ups. Mad-Level-Ups. What the... Okay, cool. Du möchtest Volona? Nix Volona. Sichlor. Ich will 6-mal Sichlor im Team haben. Doppelkick wäre Nidoran? Evo? Wofür? Achso, ja, für die Steinarena. Falls du nicht ein gutes Pokémon hast für den Brook. Falls du nicht gute Attacken hast für den Brook, dann mach den Evoli, mach den kaputt. Falls du keinen Bisasam fängst, kannst du dann den Brook kaputt machen mit Doppelkick.
Nidoran kriegt auch Doppelkick. Fünf Sichler und ein Glumanda. Ich brauche kein Glumanda im Team. Mein einziges Feuer-Pokémon ist Akani. Du darfst ohne falsches Pokémon nicht in die Arena rein. Ach so, ja dann. Noobsperre. Lol. Okay. Okay. Es ist XS sogar. Es ist super klein. Oh mein Gott. Das will ich mitnehmen. Das ist super süß. Das ist knuffig. Ich mag es, wenn sie klein sind. Da kann man sie noch gefügig machen. Moment. Nein. Joy-Cons. Macht, was ich will. Danke. Das ist schwierig. Ich habe noch nie mit diesem Controller gespielt. Ich würde gerne den Bericht lesen. Spezialangriff hoch. Spezialverteidigung niedrig. Das ist mir relativ egal sogar. Was sagt denn mein? Ja, das ist wichtig. Genau, Angriff ist wichtig, Spezialverteidigung ist mir egal, so ist perfekt. Tja, dann behalte ich meins. Ich fordere dich im Pokémon-Kampf heraus. Was mit Glumanda? Mach das. Ich brauche nur Sichlor, keine Sorge. Ja, ich habe jetzt den blauen, der rote hat jetzt aufgegeben. Aber der blaue hat auch nicht gejammert, dass der jetzt leer wäre. Also, der war zwar jetzt ein bisschen warm am Anfang, der Joy-Con-Meister, aber ist ganz gut. Ich meine, warm ist okay. Hey, Baby! Entschuldigung, weißt du, ob in diesem Wald wir zusammenleben? Na, sorry, Baby. Wir zusammen ist schon weg. Sorry, Baby. Der Wechsel übrigens auf den Controller war super angenehm. Dich mit meinem Pokémon-Team und dann hast du Level 60 Pokémon dabei oder so. Ist klar, machen wir. Guter, und dann willst du sagen, haha, ich habe gewonnen. Hahaha, ich bin so gut. Ich kenne solche Herausforderungen schon. Dankeschön. Der Wechsel auf den anderen Controller ging ultra gut. Super ultra gut sogar. Also, das hätte ich nicht gedacht, dass das so nahtlos funktioniert. Der hat den auch sofort erkannt. Der hat auch nicht gefragt, ob ich einen anderen haben will oder so. Er sagte sofort, ja dann, wenn der andere leer ist. Nicht mal gemeckert. Schön. Deswegen, ich bin noch ganz Switch unerfahren. Wir werden aber jetzt, wenn wir mit Persona 5 fertig sind, werden wir die Switch ein bisschen mehr brauchen. Denn dann spielen wir Octopath Traveler. Zumindest 20 Stunden lang. Weil sich das gewünscht wurde. Auf unfaire Art und Weise. Mit meiner tollen Wüstling-Belohnung und dein Let's Play. Deswegen ist ja die Frage, wenn Leute sagen, ich habe zu viele Wüstlinge, ob die das wirklich ernst meinen oder ob die das denken. Ich denke, die denken das wirklich. Ich könnte noch mehr Trainer besiegen, aber irgendwie nicht. Die Kämpfe sind genauso schlapp wie das Fangen. Oh! Schöner Winkel. Schöner Winkelverstecker. Oh mein Gott! Gib mir das! Hier geblieben! Hallo! Na, ah, du warte kurz ab hier. Nimm mal die Beere. Ach! Okay, ich kann offensichtlich in die Richtung werfen. Okay, ich kann nicht nach vorne werfen, weil ich so doof dafür bin. Ah ja, gut. Mal gucken, ob es klappt. Ich glaube, es klappt nicht, aber macht ja nichts. Ja. Oh, ein bisschen höher. Oh, es ist ein bisschen höher gewesen. Come on, Mist, das war knapp. Großartig.
Na, geht doch. Klasse, Beaver wurde gefangen, natürlich. Nach etlichen Versuchen und viele Waldverschmutzung gegen wir 88 Erfahrungspunkte. Ihr wollt mir also sagen, ein Level 13 Bibor ist nicht so wertvoll wie ein Level 6 kleines Kukuna. Okay. Okay. Das macht Sinn, glaube ich. Das ist ein weibliches Bibor. Auch etwas kleiner als sonst. Lässt sich auch ein bisschen hängen, offensichtlich. Wiegt normalerweise 29 Kilo. 30 Kilo für eine Biene. Die Biene wiegt normalerweise im Schnitt 30 Kilo. Wie ein 15-jähriger, naja, wie ein 13-jähriger Junge. Biene! Die trifft dich gar nicht mit dem Stachel, der kommt einfach auf der anderen Seite wieder raus! Voll unangenehm. 30 Kilo. Oh wow, Härtner. Wow! Ich vermisse bei diesen 3D-Kämpfen tatsächlich den Pokémon-Stadium-Sprecher. Vermisst ihr nicht auch den Pokémon-Stadium-Sprecher für die Attacken? Jetzt seid mal ehrlich. Habt ihr nicht richtig Bock, wenn einer sagt, direkt vom Olymp, Donner! Du hattest Stadium nie... Oh, das ist richtig... Das ist verpasst. Also... Zumindest von den dummen Sprüchen her auf jeden Fall verpasst. Oh, noch ein Bibor. Wow. Wow. Hier muss irgendwo ein Nest sein. Was wahrscheinlich bei Bienen auch Sinn macht. Ich weiß nicht, warum er es immer so seitlich wirft. War ein bisschen schlapp, gebe ich zu. Nein. Du kannst nicht mehr ihm so anlupfen, das kann er nicht. Mit Imbrunst muss man hier werfen. Kein Wunder, dass einem danach der Arm wehtut. Mir tut jetzt schon der Arm weh. Das ist viel zu viel Sport für jemanden, der normalerweise nur zockt. Ich will nur zocken. Hier, Wald, nimm das. Ja, das Nest will ich auch nicht sehen. Blick, beinahe hat es geklappt. Ja, beinahe hatte ich keine Pokébälle mehr. Nimm das. Fang das jetzt. Ich weiß zwar nicht wofür, aber... Ja, besser ist, wenn das abhaut doch. Ich wollte den auch gar nicht fangen. Schnüff. Oh, ein Mini-Knuffenser. Unzig. Sieht aus wie ein normal großes Knuffenser. Gentle den Pokéball hingerollt. Oh. Lass es. Geht doch. Bei kleinen Pokémon nicht so hart werfen, wisst ihr ja. Macht keinen guten Eindruck. 33 Erfahrungspunkte. Was war an dem Kukuna so interessant? Dass das so viel mehr Attacken... Spiegeltrick? What? Dieses Taubsi ist awesome!
Das lernt eine Attacke, was Tauboga normalerweise auf Level 55 lernt. Sehr gut. Es ist nur small. Ja, geht. Voll das ist das mit dem bloßen Auge. Oh mein Gott, Mini-Bibor. Oh, es ist winzig. Guck, wie klein es ist, Grabwächter. Die Nadel hat wirklich... Die Nadel kann bestimmt... Die Nadel kann bestimmt im Körper stecken bleiben. Großartig. Habe ich einen Zahn gemacht mit meiner Banane. Moment. Ja, das wollte ich sagen. Och. Das ist der Jumbo Popcorn, haben wir von gestern geholt. Jawohl, das lohnt sich doch. 94 Erfahrungspunkte, das ist auch nicht so viel wert wie ein fucking kleines Kokuna. Ihr wollt mich verpinseln, wollt ihr mich? Pikachu will Doppelkick lernen. Warum wollen alle Doppelkick lernen? Oh mein Gott. Hier, du musst unbedingt Rocco besiegen. Nimm alle dafür nötigen Mittel, bitte. Hier, und nimm diesen Raketenwerfer, falls nicht reicht. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Macht mich traurig. Mini-Bibor. Ist 30 cm kleiner. Wiegt 10 Kilo weniger. Ah. Soll ich dir einen Tipp für das Werfen von Pokebällen geben? Ja. Halt mal deine Flügel fest. Jetzt wird eklig. Nun, ich hab dich gewarnt. Ich mag, dass wie im Moment einfach jeder Trainer einen One-Shot ist. Irgendwie bin ich nicht so sicher, ob das wirklich... Soll das so sein? Ist das Spiel kaputt? Was ist denn da? Winziges Klofensa, winziges Raupi. Pikachu freut sich über deinen Sieg. Ja, das ist ja schon mal was. Man muss wohl die kleinen Siege feiern, hä? Lockparfüm. Danke, danke. Wir haben viel Spaß, denke ich. Wir machen aber auch nicht mehr lange. Du kannst den Pokédex jederzeit bei Professor Eich bewerten lassen, falls er Zeit hat. Guten Tag. Hey, warte! Wo willst du denn so eilig hin? Eilig? Ich? Das lasse ich mir doch nicht von so einem kleinen Käfertypen erzählen. Käfer, sag mal, Max. Setz Safcon ein. Jawohl. Doppelkick! Hauen weg! Tolle Animation, gefällt mir! Du wirst morgen anfangen, Pokémon zu spielen. Mach dir darum keine Sorgen, das ist nur für folgenreich. Also, das ist jetzt hier nicht unser neues Projekt oder so. Das ist nur wegen dem Spaß. Und wenn es mehr folgenreich werden sollte mit Pokémon Let's Go, dann müssen wir da wohl durch. Ja, so was? Ich hab verloren. Geht gar nicht, ich hatte ein Pokémon. Das hat 10 Schaden gemacht, bestimmt. Obwohl 10 Schaden auf dem Level wahrscheinlich noch viel wären. Guten Tag. Es gibt doch einige Pokémon, die ausschließlich in Höhlen oder Wäldern leben. Wenn du viele verschiedene Pokémon fangen willst, musst du dich überall gründlich umsehen. Nur umsehen reicht nicht.
Je höher die WP eines Pokémon, desto höher seine Kampfkraft, wie bei Dragon Ball. Der Wert setzt sich angeblich irgendwie aus den einzelnen Statuswerten zusammen. Hallo Opa. Hier und dort hast du bestimmt schon mal Sträucher am Wegesrand bemerkt, oder? Wie ich höre, kann man sie mit einer Geheimtechnik Spaltschnitt zerschneiden und so den Weg freiräumen. Okay, cool. Spaltschnitt. Zerschneider für hippe Kinder, hä? Wow, Taubsi-Plage. Ah, du kommst wie gerufen. Okay. Pokémon-Arena. Super starker Trainer. Arena-Leiter. Kein Zuckerstecken. Führt kein Weg dran vorbei. Evoli ist ganz heiß. Ich stehe jedenfalls voll hinter euch. Sind wir jetzt Freunde oder Rivalen? Oder ist es meine Romanze? Freunde, Rivalen oder Liebende? Das ist hier die Frage. Ich war in Spendierlaune, weil ich mir ein bisschen Preisgeld angespart hatte. Hoffentlich helfen sie dir dabei, den Arenaleiter zu besiegen. Das ist nämlich... nämlich ein erster wichtiger Schritt auf dem Weg zur Pokémon-Liga. Ist das komisch geschrieben oder bin ich das Problem? Ist das komisch geschrieben oder bin ich das Problem? Das ist nämlich ein erster wichtiger Schritt. Das ist nämlich ein erster wichtiger Schritt auf deinem Weg zur Pokémon-Liga. Ist er jetzt einer oder ist er nicht? Ist das jetzt ein wichtiger? Nämlich. Das ist nämlich ein erster wichtiger Schritt. Aber du kannst nur einen ersten Schritt machen. Also ist das jetzt der erste Schritt oder nicht? Also viel Glück euch beiden, ihr schafft das. Ich bin verwirrt. Erstens bin ich von seiner Anmache verwirrt, zweitens von seiner Redensart. Was sind wir jetzt? Freunde, Rivalen oder feste Freunde? Kreuzen wir die Schwerter? Der Chat sagt ja. Entschuldigung. Ist wenig Luft in meiner Lunge. Kommt noch. Ich erhole mich langsam von meiner Krankheit, aber ich erhole mich. Ist cool? Das ist nicht cool! Das ist doch nicht gut geschrieben! Also, ganz merkwürdig. Für schlappe 500 Pokédollar kriegst du bei mir eine Tüte der knusprigen Knabbereien, die Kanto je gesehen hat. Die Marmoria-Cracker. So beliebt, dass ich täglich nur eine pro Nase verkaufen kann. Interesse am Knuspergenuss? Gib mir den Knuspergenuss! Die Firma dankt. Was für eine Firma? Wenn du eine Firma hättest, kannst du mehr als einen am Tag verkaufen, oder? Aber sei beim Essen bitte vorsichtig. Diese Dinger sind steinhart. Du hältst eine Tüte Marmoria-Cracker. Du verstaust das Item in der Medizintasche, gleich neben dem Zahnarzt. Außerdem erhältst du eine Visitenkarte eines guten Zahnarztes. Hm. Oh mein Gott, hier hat eine Switch! Come on, Game, ich hab die Switch schon gekauft. Du musst mir keine Switch verkaufen. Ich möchte ein Pikachu und tausche gegen mein Pipi. Ist das dein Ernst? Gib mir das! Ich tausche Pokémon mit dem Mädchen hier. Ich habe zwei Pikachu. Weg da, Junge. Geh raus. Geh raus. Raus, Junge. Raus. Raus. Du bist zu klein für Pokémon. Die haben mir gesagt, ich mache jetzt mein Pokémon-Abenteuer. Warum hast du Pokémon-Abenteuer? Und warum tauscht ihr über eine Switch, wenn ihr fucking Pokémon habt? Spielen die Pokémon? Let's go. In Pokémon, let's go.
Das haben die mit dem Game Boy damals genauso gemacht, das stimmt schon, ja. Team Rocket auf dem ist auf dem Berg, auf dem Mondberg. Stör mich nicht, ich telefoniere gerade. Ach so! Pass auf! Die können hier eine Konsole darstellen! Hier! Ist kein Problem zu programmieren. Dass die Kinder eine Switch in der Hand halten. Er telefoniert. Er telefoniert. Seht ihr doch. Seht ihr, wie er telefoniert? Hammer. Wow. 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 Rocco, der Arenaleiter von Memoria City, ist ein Profi im Umgang mit Gesteins-Pokémon. Wenn ein Vorteil als Pflanze oder Wasser. Wechselwirkung. Aha. Nie gehört. Ja, genau, da hatten die so Kaffeetassen in den Händen. Ja, das weiß ich. Mit Gold. Mit Gold sollte man verantwortungsvoll umgehen, hörst du? Aber manchmal macht es auch Spaß, einfach einen ganzen Haufen Pokebälle zu kaufen. Also willst du mich jetzt zum Sparen animieren? Oder zum Geld ausgeben? Es ist so verwirrt. Das ist so verwirrt, das Game. Hast du eine Ahnung, was ich hier mache? Nein. Ich versprühe Lockparfüm, um wilde Pokémon zu meinen Blumen zu locken. Aber warum? Weißt du, was ich hier mache? Ja. Gut, ich schufte hier nämlich ganz schön. Was ist mit dem Wort nämlich los? Die Arbeit will heute einfach kein Ende nehmen. Was haben die denn mit dem Wort nämlich? Das ist auch egal. Guten Tag. Warst du schon im Museum? Ja. Sind die Fossilien vom Mondbett nicht total abgefahren? Total abgefahren, dude! Unseren ersten Menschen angelogen. Jetta. Pikachu hat unter den Pflanzen etwas gefunden. Du erhältst eine Himbeere von Pikachu. Das ist aber ein schönes Smetbow. Mein Flatty findet immer tolle Sachen für mich, wenn ich mit ihm spazieren gehe. Tut mir leid, Smetbow. Wenn du möchtest, kann ich dein Leiden beenden. Mit dem Namen möchtest du sicherlich nicht weiterleben. Ich kann dich verstehen, mein Freund. Ich kann dich verstehen. Fleckmon, boah, ist das riesig. Also wirklich, Fleckmon, weißt du nur immer... Wieso musst du immer nur so störrisch... Warum musst du nur immer so störrisch sein? Entschuldigung. Oh, hallo, entschuldige, aber könntest du mir vielleicht einen Gefallen tun? Ja? Es ist so, eigentlich hatte ich einen Besuch im Memoria Museum geplant. Aber nun hat mein Fleckmon hier beschlossen, sich nicht mehr vom Fleck zu bewegen. Könntest du vielleicht hier bleiben und auf meinen Fleckmon aufpassen, bis ich wiederkomme? Es dauert auch bestimmt nicht lange. Das ist eine Lüge in sich. Danke. Das ist sehr freundlich. Wer nämlich mit H schreibt, ist dämlich. Ist der schlimmste und dümmste Satz, den es je gibt. Weil nämlich wird immer mit H geschrieben, weil hinten ist immer ein H. Also der den Satz erfunden hat. Nun, das mit dem dämlich. Nämlich, da ist dann kein H drin. Nämlich heißt das. Sehr freundlich von dir. Dann lasse ich euch beide mal für ein Weilchen allein. Mal ein Weilchen allein, ja? Wie ja? Ich dachte, es ist schon klar, dass ich hier bleibe. Dann musst du dich fragen. Danke, Foxy, für die Fanart. Fleckmon starrt ausdruckslos vor sich hin. Ja. Guck mal, wie krass ich auf das Fleckmon starre. Du hast erfolgreich zusammen mit Fleckmon gefaulenzt. Ich sehe dabei sehr angestrengt aus in meiner harten Tai Chi Pose. Fleckmons tote Augen passen perfekt für die toten Augen des Hauptcharakters. Danke, dass du so gut auf meinen Fleckmon, auf mein liebes Fleckmon aufgepasst hast. Boah. Hier, das ist für dich. Riesenperle. Hast du das aus dem Museum geklaut? Komm doch mal wieder vorbei, wenn du Zeit hast.
Okay. Wohnt ihr hier im Park, oder? Wusstest du, dass Pipi angeblich vom Mond stammen soll? Die ersten Pipi wurden wohl gesichtet, nachdem Mondsteine auf dem Mondberg gefallen sind. Okay. Wir gehen mal hier hin. Was ist das für ein Gebäude? Bring mal lieber die Pferde zurück. Boah, also ich find's cool, dass die Tribünen eingebaut haben und dass man zusehen kann bei den Kämpfen. Howdy! Du willst mit der Arena... Oh wow, wie rede ich denen? Ist das ein Nerd? Howdy! Ne, das war kein Nerd. Howdy! Du willst in der Arena kämpfen, nehme ich an. Ich bin zwar selbst kein Pokémon-Trainer, aber ich kann gut beurteilen, ob jemand das Zeug dazu hat, einen Arena-Leiter zu besiegen. Also pass auf. In der Arena von Memoria City sind nur Trainer zugelassen, die sich mit den Wechselwirkungen zwischen den Typen auskennen. Es gibt verschiedene Typen, mit denen du dir einen Vorteil gegenüber den Gesteins-Pokémon verschaffen kannst, die der hiesige Arena-Leiter in den Kampf schickt. Aber um Anfänger wie dich... Junge, das Evoli sitzt auf meinem Kopf aus einem Grund, damit ich harte Kopfnüsse verteilen kann. Mein Nacken ist gestählt und gestiert. Also, wenn Sie bitte Ihren Finger hinuntergeben würden, weil es sehr gefährlich ist, nicht, dass du mir ein Auge ausstichst, würde ich Ihnen jetzt gerne die Kopfnuss Ihres Lebens verpassen. Mach die Hand runter. Setzen wir nur zwei davon voraus, und zwar Pflanze und Wasser. Wenn du gegen den Arena-Leiter antreten willst, musst du mir entweder ein Pokémon von Typ Pflanze oder Wasser zeigen. Wunderprächtig. Mit diesem Pokémon darfst du dich in der Arena von Memoria City versuchen. Die wollen gar nicht gewinnen. Guten Tag. Willkommen in der Arena. Du wirst hier Trainer begegnen, die etwas zäher sind als deine bisherigen Gegner. Kriegen wir wieder einen Johto-Remake? Wenn es ein Johto-Remake wäre, oh boy, sucht mich in Johto. Das ist, ohne Witz, Heart Gold und Soul Silver, best Remake ever. Wenn wir noch eins kriegen würden, für die Switch, oh boy, ich spiele nichts anderes mehr. Wie kann man nur einen Rückschritt machen aus den Editionen? Kommt, Leute. Also, jeder, der Original Sonne und Mond. Ach, Sonne und Mond. Genau. Jeder, der Sonne und Mond gespielt hat. Und krassen Team Skull. Ja. Silber und Gold gespielt hat damals. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Einfach. Das Feeling. Auch einfach die Machart von. Rot, Gelb, Blau. Richtung. Richtung. Jetzt mit Let's Go in so einen Start. Boah, ich würde sogar als Let's Go holen. Ich würde sogar tatsächlich als Let's Go holen. Das wäre mir völlig egal. Hauptsache Johto-Region. Hauptsache vernünftig geile Tag- und Nacht. Oh, Tag- und Nachtwechsel, Käferturnier. Die ganze Kacke. Wirklich. Kanto und Johto-Region. Es ist so ein tolles Spiel. Also nochmal, für alle die Original Gold- und Silber-Edition nicht hatten, tut mir leid für euch. Ernsthaft, das ist eine wunderbare Ära gewesen. Ein Remake zur vierten Gen, was ist denn die vierte? Was ist die vierte? Diamond und Pearl oder was? Das ist mit Jahreszeiten, ist das, ne? Ja, Diamant Pearl, genau. Ja. Das ist mit Jahreszeiten, oder? Ich frag's nochmal. Ah, ein neuer Herausforderer. Ich bin Brock. So heißt er übrigens auf Englisch. Der Arena-Leiter von Memoria City und ich krieg die Augen nicht auf. Hilf mir bitte.
In meinen Pokémon spiegelt sich meine felsenfeste Entschlossenheit wieder. Dank ihrer steinharten Verteidigung geben sie niemals klein bei. Wie du dir jetzt sicher schon denken kannst, setze ich im Kampf voll auf Gesteins-Pokémon. Bei ihnen wird dein Team auf Granit beißen. Aber ich sehe schon, dass du dich davon nicht einschüchtern lässt. Ein echter Pokémon-Trainer schreckt eben vor keiner Herausforderung zurück. Selbst wenn seine Chancen auf den Sieg schlecht stehen. Der Typ am Eingang hat mir verraten, wie man dich besiegt. Du solltest dich eventuell nach einem neuen Berater umschauen. Na... What, X-Force? Du bist in der fucking Gang? Wow! Ich wusste nicht, dass Rocco in der... Also X-Force! Was ist los mit dem? Okay, von mir aus. Solange ihr gleich keine Alola-Z-Attacken macht, ist alles in Ordnung. Nicht, dass ihr anfängt zu tanzen. Das können wir uns alle nicht leisten. Dafür ist mein Budget zu klein, dass der anfängt zu tanzen. Und jetzt macht er, was macht der? Kaioken? Lädt er seine Spezialattacke auf? Was passiert da? Nee, ich bin nicht bei der X-Force, leider nicht. Klatsch, kriegst du erstmal die Ranke ins Gesicht. Erst kriegt dein Pokémon die Ranke ins Gesicht und danach du auf den Hintern, Brock, hm? Da haben wir alle was von. Klatsch. Der so Kaioken! Kukuna Level 10, jawohl! Als nächstes Onyx! Möchte ich das Pokémon wechseln? It's huge! Oh mein Gott, ist das riesig! Ägelsam! Steinwurf! Er war eins! Die Attacke hat Onyx verfehlt! For real? Kopfnuss! Oh, das wird wehtun. Schreck zurück, kann nicht ausweichen. Bitte was? Evoli! Fuck him up! Ich bin übrigens Nutzlocke gewohnt, also bin ich gewohnt, dass ich meine Pokémon wechsle, bevor sie draufgehen. Ich spiele auch Nutzlocken tatsächlich privat und ich habe auch wieder Bock auf eine. Ich weiß nur noch nicht womit. Eventuell wirklich mit Classic Gold und Silber wäre geil. Auch wenn das wahrscheinlich ein bisschen Augenkrebs machen würde für den einen oder anderen. Au! Evoi! Evoi, halt durch! Felsenfest, hä? Steinhart, Granit, sagte er. Gut gekämpft, wie Sasam. Gut gekämpft, Taubsi. Offenbar habe ich dich unterschätzt. Er ist voll happy, dass ich ihn geschlagen habe mit meiner Ranke. Das ist nicht gut. Jawohl. Bestes Pokémon, bis ich Sichlo habe. 1,18 Meter. Bibor erlernt Duo-Nadel. Das ist gut. Als Zeichen dafür, dass du mich im Kampf besiegt hast, überreiche ich dir den Felsorden. Wow. Du erhältst den Felsorden. Mit dem Felsorden gehorchen dir alle per Tausch erhaltenen Pokémon bis Level 20.
Und das hier ist auch noch für dich. Hör auf, mich so anzusmacken, Jung. Guck mich nicht so an. Du hältst TM1, Kopfnuss von Rocco. Du hältst die Kopfnuss oder du hältst das TM? Mit der TM kannst du einem Pokémon auf der Stelle die darin erhaltene Attacke beibringen. Und du kannst TMs beliebig oft verwenden. Nicht so wie früher, wo man sie nur ein einziges Mal hatte und man sich jahrelang einen Kopf darüber zerbrochen hat, welche TM man welchem Pokémon gibt. Naja gut, es ist übrigens die Attacke Kopfnuss, wie vorher erwähnt. Falls du es vergessen hast, erwähne ich es hier nochmal. Dabei fügt der Anwender dem Gegner mit seinem steinharten Kopf Schaden zu. Auch wenn dein Kopf nicht steinhart sein sollte und du zum Beispiel einem Owei Kopfnuss lernst, mach dir keine Sorgen. Owei wird das schon irgendwie überleben. Außerdem ist Owei ein Rudeltier. Es wird einfach ein anderes Owei überleben. Evoli ist von der Anspannung völlig erledigt, aber es hat offenbar gewonnen. Na gut. Meine Nackenschmerzen hören langsam auf. Ich muss ihn wieder füttern. Jetzt aber genug gespielt. Reicht jetzt. Hey, hey, du da. Oh, noch jemand, der mich anbaggern will. Oh, das ist Gary. Gary. Er ist Franzose. Du bist doch dieser Evolistra, oder? Evoistra, oder? Ja, klar. Ja, genau. Ha! Ich hatte recht. Natürlich hatte ich das. Oh boy. Mein Name ist Blau. Ich bin Blau, offensichtlich. Professor Eich ist mein Opa. Und er hat mir gezwitschert. Oder meint er getwittert. Und er wollte cool sein. Dass zwei Trainer aus meinem Heimatdorf, Alabastia, zu einer Abenteuerreise aufgebrochen sind. Da musste ich natürlich sofort mal nach dem Rechten sehen. Großzügig wie ich bin, dachte ich mir, du könntest vor deinem ersten Arena-Kampf ein paar Tipps von einem Profi wie mir vertragen. Tja, falsch gedacht, wie es aussieht, hast du den Arenaleiter schon ganz allein besiegt. Ich bin minimal beeindruckt. Hier nimm das als Belohnung, Grins, 5 Superbälle von Blau. Du verstaust die Superbälle in deiner Superfangtasche. Die Dinger sind super. Sie haben eine höhere Fangquote als normale Pokebälle. Aber mal was ganz anderes. Das ist doch ein Pokédex. Dann hat Opa es also wirklich geschafft. Er hat seine Idee verwirklicht. Zu meiner Zeit hat man noch mit einem Bleistift auf einer Karte rumkritzeln müssen, um nicht zu vergessen, wo man bestimmte Pokémon findet. Ha, die gute alte Zeit. Es wäre ein feiner Zug von dir, wenn du Opa bei seiner Forschung unter die Arme greifen würdest. Also dann, man riecht sich, Ciao. Ich will dich aber gar nicht riechen. Ich hoffe, du riechst nicht. Riecht er? Hätte ich aus Höflichkeit an ihm riechen sollen? Ist ein Quiz? Muss ich jetzt wissen, dass er nach Lavendel duftet? Oder nach einem Hauch von Babypuder? Was mich irgendwie verwirrt. Aber egal. Okay, nun, das war Blau. Die wohnen alle im Mondgras, okay. Kapsel X-Abwehr. Wow, ich bin begeistert von diesem Pokémon. Wie man unschwer erkennen kann, bin ich ein absoluter Meister der Pokémon-Welt. Ohne Grinden habe ich lockerflockig mal eben die erste Arena weggeknallt. Kein Ding. Rocco hatte erst ein selbstsicheres Lächeln und dann ein Lächeln der Verführung auf den Lippen. Und das alles nur wegen meinem Rankenhieb. Diese spezielle Technik verdanken wir Ustra Hasu, der euch sagt an dieser Stelle, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hatte moderaten Spaß mit Pokémon Let's Go Evoli Pikachu, weil offensichtlich habe ich beide dabei. Ich werde speichern und ich werde sagen, wir sehen uns morgen bei Persona 5 und ja, danke, dass ihr dabei wart. Danke nochmal für den Raid, für die Follows, fürs Mitfiebern, mit dabei sein, fürs Mitfiebern vor allen Dingen hier bei Pokémon. Let's go. Bis zum nächsten Mal. Ciao.